Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bus Simulator 16. Ja, gut, ich muss hier einen Namen der Firma eingeben. Ja, eine Firma habe ich jetzt nicht, aber das ist ja ein Spiel, deshalb gebe ich da jetzt einfach mal hier das ein. Zur Sicherheit kann ich ja Einzelunternehmen hinterschreiben, ne? Einzel und. Gut, das ist... Ja, Pleite ist möglich natürlich. So. Ja, ein Spiel, was von Astragon veröffentlicht wurde. Und hier, ja, so ein Männchen, was hier so kaputt ist. Das ist die Linie 2 Sunny Springs und hier ist Linie 8 Museum. Ja, ich habe das Spiel noch nie gespielt und ja, wir warten einfach mal kurz den Ladebildschirm ab und ich würde mal sagen, ich überspringe das einfach, weil das dauert ziemlich lange anscheinend. Möchte ich das Tutorial spielen? Ich würde mal sagen, ja. Ich hätte vorher die Musik ausschalten sollen. Da weiß ich gar nicht, ob ich die zeigen darf. Egal. Kann ich ja ausblenden, hier ist ja kein Ton. Herzlich willkommen in Sunny Springs. Ein funktionierendes öffentliches Nahverkehrssystem ist das Herz einer Stadt wie dieser. Und wie es der Zufall will, hast du gerade ein kleines Busunternehmen erworben. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, ich hätte eins gegründet. Naja, hier im Tutorial wird Ihnen alles beigebracht. Ich habe das mal zusammengefasst. Na gut, ich lese vor. Wir müssen ja sowieso noch warten. Oh, okay, es ist zu spät. Hey, hier drüben! Was? Okay. Wieso steht das hier eigentlich auf Englisch? Also man kann hier mit der Maus so steuern oder so oder. Ja, ich mach das mit der Tastatur. 20 FPS gibt es hier Einstellungen? Ja, ne? Moment, hier kann man noch die Musik ausschalten, so zur Sicherheit. Ja, hoch. Das ist, glaube ich, nicht so gut für meinen PC. Mittel. Ja gut, hier kann man auch alles anpassen. Das ist doch gut. Was ist denn das hier eigentlich alles für ein Menü hier? Hier gibt es ja noch andere Sachen. Streckeneditor. Gut, das ist anscheinend auch alles gesperrt hier im Tutorial oder so. Ja, 25 machen wir noch, ja, ganz kurz auf niedrig. Dann ist das hoffentlich ein bisschen besser. 30. Ja, 30 reicht. Hey, ich bin Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Wirklich? Schön, dich endlich zu treffen. Du bist ziemlich pünktlich. Ich mag das. Was? Du magst das? Okay. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, die Firma zu kaufen. Ich bin wirklich reif für den Ruhestand. Aha. Jetzt kann ich bald mehr Zeit mit meiner alten Dame verbringen. Ja, ich verstehe schon. Da sind wir. Was für ein Prachtexemplar. Sieh ihn dir näher an, bevor ich dir die Schlüssel überreiche. Vielleicht öffnest du die Tür, damit wir einsteigen können. Ich sehe irgendwie lustig aus. Gut, ich soll die Türen öffnen, okay. Da ist so ein Knopf, da drückt man anscheinend drauf, ne? Das rechte Maustaste. Ach so. Setz dich doch. Cool. Kümmer dich nicht um mich. Das Baby gehört jetzt ganz dir. Ja, erstmal vielen Dank, Ben. Hallo? Hallo? Ben. Vielen Dank, ne? Ja, möchtest du den Zuschauern noch etwas sagen? Nein. Okay. Gut, dann tschüss. So. Gut, wo ist der Feuerlöscher? Da steht doch Feuerlöscher dran. Und Erste-Hilfe-Kasten. Aber hier müsste immer ein Feuerlöscher drunter sein, oder? Unter diesem Sitz ist doch meistens immer... Oh mein, das kannst du doch nicht hier verkaufen. Hier. Naja. Gut, Notausgänge gibt es und diese Hammer-Dinger da. Ich glaube, die Grafik ist zu niedrig. Was?
Achso, ich mache hier mal einfach. So. Lassen wir es mal schnurren. Ah, jetzt ist es frei. Sehe ich irgendwie klein aus auf dem, in dem Spiegel da? Oder? Man kann den Spiegel verstellen, ne? Oder? Geht das? Wir sind wahrscheinlich schon richtig eingestellt. Also im Bus-Simulator 2012 konnte man die einstellen. Hä? Oh, man kann gar nicht weiter runter gucken. Das ist ja verwirrend. Man kann das Fenster öffnen. Das ging auch beim 2012er. Da hatte man auch eine Heizungssteuerung beim 2012er. Ja, ich weiß nicht. 30, reicht euch das? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich mache einfach mal sehr niedrig. Ist aber richtig gut, dass der das da anzeigt irgendwie. Ja, finde ich nicht schlecht. Das ist jetzt sehr niedrig und ich habe 5 FPS weniger als bei niedrig. Das ist doch jetzt ein Scherz, ne? Dann stelle ich das wieder hoch, da habe ich mehr FPS. Nö, jetzt habe ich generell... Hä? Mann. Ach, egal. Komm, niedrig ist in Ordnung. So. Ah, hier kann man doch Temperatur einstellen. Okay. Das ist, glaube ich, ein etwas älterer Bus als bei 2012. Okay, funktioniert. Ist das jetzt... Schön. Dreimal, okay. Mensch, das Geräusch wird mir ziemlich fehlen. Bevor wir losfahren, schalte dein Licht ein. Sehen und gesehen werden. Der redet doch gar nicht, der Typ. Kassier. Tablet. Oh, hier gibt's ein Tablet mit Navigation. Das ist ja mal cool. Ach so, das ist das Tablet hier. Boah. Das ist ja mal... Was? Okay. Da ist die Fahrzeugbeleuchtung. Aber es ist doch gar nicht dunkel. Da ist die Businnenbeleuchtung. Passagierabteil ist doch Businnenbeleuchtung, ne? Krass, Beleuchtung brauchen wir nicht, ne? Mann, das ist doch viel zu hell hier. Das ist doch Umweltverschmutzung. Parkbremse, ist das nicht das hier? Das ist die Handbremse, ne? Leuchtet hier irgendwas? Ne, ja doch. Mit dem Mausrad, ja. Gut, das ist... Ja, wahrscheinlich wegen dem Dach, oder? Ja, wahrscheinlich. Boah, guck dir mal an, wie der da so nach vorne so angeht. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, fahren wir los, ne? Muss man hier keinen Gang einstellen? Irgendwie auf automatisch kann man. Okay, man hat wenigstens die Möglichkeit dazu. Also beim 2012er fand ich ja also ich finde, irgendwie hatte man da mehr Möglichkeiten im Bus. Wenn du denkst, dass du für eine echte Fahrt bereit bist, begib dich zum Ausgang. Wo gibt's hier Blinker? Hallo? Blinker? Okay, dann. Ah, auf dem Tablet navigieren. So. 70. Ja, da fängt doch schon gut an. Zeit, unsere ersten Passagiere aufzusammeln. Ich habe eine Route für dich vorbereitet. Du kannst dich von dem GPS leiten lassen. Kann man eine Sprachnavigation einschalten? Nö. Aber wie ist denn hier... Wie kann man denn blinken? Zündschlüssel nur. Ja, keine Ahnung. Gut, wir nähern uns der ersten Haltestelle. Versuche möglichst nah am Gehsteig und genau in der Mitte der Haltestelle zu parken. Passagiere mögen es besonders. Oh, und vergiss nicht, den rechten Blinker zu setzen. Mit E? Ach so, mit Q und E wahrscheinlich. Ja. Großartig. Betätige jetzt die Haltestellenbremse. Senke den Bus ab und öffne die Türen.
Absenken. Tür öffnen. Fahrkarte verkauft. Kommt wahrscheinlich später, dass man die Kasse bedienen muss, ne? Was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Okay. Dann muss man die auch öffnen. Nun zum Weiterfahren. Da hinten verkaufe ich auch Fahrkarten. Es ist der gleiche Prozess in umgekehrter Reihenfolge. Die sollen vorne einsteigen. Schließe die Türen, deaktiviere das Absenken, löse die Haltestellenbremse. Löst die sich nicht automatisch? Setze den linken Blinker, bevor du losfährst. Und eigentlich lösen die sich doch automatisch. Ich werde dir einen Tipp geben. Pendler lieben Fahrer, die immer pünktlich sind. Ja. Und Fahrer lieben zufriedene Pendler. Das also stimmt. Versuche, jede Haltestelle pünktlich zu erreichen. Ja. Nee, also irgendwie. Fernsehturm. Was? Fahren Sie doof? Okay. Was? Geschwindigkeitsregler mit T? Nee. Ich fahre doof. Wie schnell darf man hier fahren? 70, oder? Oh, der fährt sowieso nicht schneller als 50, so wie es aussieht. Gut, also man kann das irgendwie leichter lenken als bei 2012, ne? Ich fahre gleich einfach mit dem Bus-Simulator 2012. Oh. Ja, da will jetzt jemand aussteigen. Wahrscheinlich fahre ich nicht gut genug. Hier laufen noch Leute rum, das ist doch gut. Die läuft schnell, die muss bestimmt hier den Bus kriegen, ne? Die muss mich kriegen. Ich krieg die lang. Obwohl, ich kann nur 50 fahren. So, ja. Sichtweite sitze ich ganz so hoch wegen meiner Grafikkarte. Wobei ich sagen muss, ich fand auch die Grafik irgendwie beim 2012er besser. Und da hatte ich, glaube ich, mehr FPS oder mindestens genauso viel. Also, ja. Gut. Ich will nur die Tür 1 öffnen. Fahren Sie doof. Nein, die dürfen nur vorne einsteigen. Da wollte jemand aussteigen. Ach so. Nein, nicht hin. Ach, egal, wenn die bezahlen, ist mir doch egal. Wenn sie einsteigen. Ja. Die sagen ja geil, die kaufen ja geil. Was soll denn das? Mann. Ja, ich habe Vorfahrt hier. Hey, so. Du machst einen sehr netten Eindruck. Ja, natürlich. In diesem Geschäft müsste es mehr Leute wie dich und mich geben. Nette Leute. Und ich sage dir, es kann sich wirklich auszahlen. Mhm. Einmal war ich mit dem Bus auf einer Tour durch die Stadt unterwegs. Es war eine Frühschicht und ich hatte ein paar Kinder dabei, die zur Schule wollten. Auf einmal wurde ich ohnmächtig. Ich wusste nicht, was los war, aber ich hatte ziemliches Glück, dass ich an dem Tag diese Kinder dabei hatte. Was redet der denn da jetzt? Sie haben schnell reagiert. Einer von ihnen hat einfach das Lenkrad übernommen, die Zündung ausgeschaltet und den Bus gesteuert, bis er ausgerollt war. Ein anderes Kind hat bemerkt, dass ich nicht mehr atmete. Es hat sofort einen Rettungswagen gerufen und versucht, mich wiederzubeleben. Was erzählt er da? Es war überall in den Nachrichten. Ja, du wenn bist diese berühmt, Kinder nicht ja. gewesen wären, wäre ich jetzt nicht hier. Ich würde nicht in Rente gehen können. Ihr Vater muss sehr stolz auf sie gewesen sein. Das ist das Leben. Man weiß nie, was kommt. Nächster Halt, Kongress. Ja, Kongress. Wir sind jetzt beim Kongress der Busfahrer angekommen. So. Ja, ich bin hervorragend, ne? Ich habe die Firma schon gekauft, du kannst aussteigen. Willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Ey, das ist mein Bus, ich bin hier. Anscheinend klemmt die Tür. Das passiert manchmal. Keine Sorge, bei so einem alten Bus ist es normal. Ich habe doch gesagt, das ist ein alter Bus. Du musst aufstehen und zur Tür gehen. Versuche, sie zu lösen. Das ist ja cool. Mein Gott, die haben sogar die alltäglichen Busfahrerprobleme hier dargestellt. Das ist ja cool. Ja, so machen die es auch immer.
Jetzt geh wieder ans Lenkrad und lass uns durchstarten. Vergiss nicht, du solltest nie mit offenen Türen fahren. Das ist sehr gefährlich. Das geht gar nicht normalerweise. Ich weiß ja nicht, was die hier für einen Bus haben. Entspricht wahrscheinlich nicht den Sicherheitsvorschriften oder so. Was? Mein Gott, lass mich. Hä? Mach das weg. Mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? UJ. Hä? Mein Gott, jetzt fahre ich in Zeitlupe. Mach das blöde Ding weg. Der hat jetzt nicht die Tür aufgemacht, oder? Der macht ernsthaft die Tür auf. Wie kann ich da blöde... Mein Gott, ey, Schnellmenü. Ah, Schnellmenü. Schnell. Wie geht das Schnellmenü weg? Ist ja katastrophal, öffne sich mit R. Mein Gott, mit R. Nächster Halt, Freiheitsstraße West. Ah, auf einer Freiheitsstraße habe ich mir gewohnt. Man kann echt die Tür... Das ist doch nicht normal, der Bus ist kaputt. Damit darfst du doch nicht rumfahren. Du kannst einfach die Tür während der Fahrt öffnen. Mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Die Hupe ist auch kaputt. So. Ich würde jetzt... Gut. Gut, das ist... Ne, das... sind ganz normale Busgeräusche. Normal. Mach grün. Guck dir mal die Lenkanimation da im Spiel. Hektisch hin und her. Also, nein. Oh, ich wollte nur blinken. Freiheitsstraße West. Hinten aussteigen bitte beim nächsten Mal. Guten Morgen. Eine Fahrkarte? Einen Moment bitte. Sieh nur, jemand braucht eine Fahrkarte. Du musst den Fahrkartendrucker und die Registrierkasse bedienen. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Ja. Wähle zuerst die gewünschte Fahrkarte aus. Drücke dann einfach auf Drucken. Fertig. Ja, welche denn? Senior, ja, dann sag das doch. Einzelfahrt. Ja, so. Achte auf das passende Wechselgeld. Danke. Ja. Gib her. So, wie wir das erst. Geld erhalten 5 Euro, 1,40 Euro. Man muss hier nicht ernsthaft rechnen, oder? Zur nächsten Haltestelle. Rechnen ist ja. Ah, was für eine wunderbare Stadt. Ja, ganz wunderbar hier. Die Leute sind auch furchtbar nett. Boah, immer dieser. Nächster Halt. Alter, das war jetzt schrecklich. Mann, jetzt fahr doch, es ist doch rot. Mann. Doch endlich, es ist doch rot, jetzt mach doch endlich. Also sonst fährst du doch jeden Tag bei rot, ne? Ja, ja, ja.
kannst mir aber nicht erzählen, dass sie ihre Wut hält. Was war das für ein Ding? Gut, die hätten eigentlich Vorfahrt, aber wenn die nicht fahren, dann ist mir das doch egal. Gut, das dauert eigentlich schon länger, als ich hier Zeit habe. Eigentlich. Keine Fahrkarte verkaufe, kriege ich anscheinend Geld dafür. Weißt du, für mich ist das Beste an diesem Job, einfach die Straße entlang zu fahren und all diese interessanten Leute kennenzulernen. Ja. Es ist fantastisch. Aber ich möchte dir etwas erzählen. Dieser Job stellt deine Geduld auf die Probe. Ich kann nicht schneller als 50 fahren. Es gibt Leute, und dann gibt es noch Leute. Was? Aber du lässt dich nicht beirren. Erledigst einfach deinen Job. Und zwar immer mit einem Lächeln. Das ist in diesem Beruf dein bestes Hilfsmittel. Glaub mir. Der Bus ist kaputt. Der fährt nicht schneller als 50. Nächster Halt. Meisenstraße. Dies ist der letzte Halt. Ja. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Okay. Wir wünschen einen schönen Tag und bedanken uns für die Mitfahrt. Tschüss. Oder wolltest du noch was? Hallo, aussteigen. Das hat gesagt. Das ist selber gesagt. So. Lass uns zum Busbahnhof fahren und die Tour beenden. Ja, gut, ist gut. So. 70, ich kann doch gar keine 70 fahren. Also die Steuerung mit Tastatur finde ich hier sehr gut umgesetzt. Das ist, ja, besser als bei 2012. Ne? Gucken wir mal ein bisschen warm. So. Licht an, Heizung warm, so muss es doch sein, ne? Testen, ob alles funktioniert hier. Was, der fährt schneller als 50, ist ja unglaublich. Da sind wir. Parke einfach da drüben. Gemacht. So, hier drüben ist das Büro. Das ist jetzt dein Büro. Ja. Tschüss. Gut, das war's wohl. Erstmal. Hey, hier ist Ben. Ich rufe an, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Also, legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen. Oh. Ist das nicht großartig? Ja. Jetzt weißt du jedenfalls, was du zu tun hast. Ich rufe wieder an, wenn ich mehr Ratschläge für dich habe. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh, richtig, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ein paar Informationen geschickt, wie du deine Busse individuell anpassen kannst. Bis später. Ja, bis später. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Ja.